Hallo liebe Kinder! Weil wir nicht in die Sporthallen dürfen, komme ich heute zu euch in euer Kinderzimmer. Und wir machen ein bisschen Kinderzimmerquatsch. Wir machen eine kleine Kinderzimmer-Olympiade. Dafür braucht ihr ein bisschen Platz in eurem Kinderzimmer, das heißt Spielsachen, wenn zur Seite rutschen. Ihr braucht eine Zeitung. Und einen Eimer und eine Schüssel. Was wir nicht brauchen, sind unsere Hausschuhe. Die brauchen wir nicht. Weg damit. Und was wir auch nicht brauchen, sind unsere Socken. Auch weg damit. So, wir brauchen als erstes die Zeitung. Da stellt ihr euch mal drauf und tut die Zeitung mal mit den Füßen glattstreifen. Dass die ganz schön glatt aussieht. Super! So, wenn die schön glatt ist, dann falten wir die mit den Füßen zusammen. Am besten zweimal. Oder wenn ihr wollt, auch dreimal. Und dann geht's los mit der ersten Disziplin. Das ist der Kinderzimmer-Langlauf. Dafür stellt ihr einen Fuß auf die Zeitung. Und mit dem anderen schubt er ganz kräftig an und rutscht mal quer, kreuz und quer durch euer Kinderzimmer durch. Und los geht's! Juhu! Anderer Fuß. Genau dasselbe. Wer das vorwärts kann, der kann es natürlich auch rückwärts. Nochmal Fußwechsel oder im Rückwärtsgang. Und jetzt aufpassen, dass ihr nirgends drüber stolpert oder dagegen rennt. Und nochmal Fußwechsel. Sehr gut. Nochmal Fußwechsel. Und dann versucht ihr, ganz lange Schritte zu machen. Ganz lange Schritte. So lang und so groß wie möglich. Und den anderen. Und genau dasselbe. Jetzt probieren wir mal noch, ob ihr seitlich kommt. Also nochmal Fußwechsel und guckt mal, ob ihr das seitlich hinkriegt. Über die Seite. Und auf die andere Seite. Und mit dem anderen Fuß. Ihr habt die erste Disziplin geschafft, gehen wir zur zweiten Disziplin. Die zweite Disziplin heißt Vierfüßlerlauf. Dafür müsst ihr die Zeitung wieder auseinander machen. Natürlich mit den Füßen. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Auseinanderreißen. Das heißt, wenn sie vorher schon kaputt gegangen ist, ist egal, muss sie sowieso. Also einmal versuchen auseinanderzureißen, sodass ihr zwei Stücke habt. Beim Vierfüßler ist es jetzt so, dass die Hände auf die Zeitung kommt, Füße am Boden, den Popo nach oben strecken und die Knie weg vom Boden. Und einmal kreuz und quer durchs Kinderzimmer im Vierfüßler. Und los geht's. Anstrengen. Und nochmal eine Runde. Ja, Disziplin Nummer
2 geschafft. Disziplin Nummer 3. Das ist der Krebsgang. Dafür drehen wir uns um. Die Hände sind wieder auf der Zentrum. Die Füße auf dem Boden und der Popo kommt nach oben. Und der Krebs, der wandert ja immer zur Seite und das versucht er jetzt auch. Wenn man eine Pause braucht, macht eine Pause und legt nochmal los. Popo hoch! Jawohl! Disziplin Nummer 3 habt ihr geschafft. Jetzt kommt die Disziplin Nummer 4. Eisschollen hüpfen heißt es. Dafür brauchen wir Eisschollen. Und die machen wir wieder mit der Zeitung, mit den Füßen. Einmal aufstehen, auf die Zeitung und versucht mal die Zeitung zu zerreißen mit ganz vielen Stückchen. Große und kleine, ganz egal. Jawohl. Und kräftig. Die Zeitung zerreißen. Auf geht's. Darf man endlich mal Saustall machen. So, jetzt habe ich hier ein paar Eisschollen. Die verteile ich. Ziehen wir sie ein bisschen auseinander. So. So. Da hinten. Nächste Disziplin, Eisschollen hüpfen. Das heißt, ihr rennt einfach mal über die Eisschollen drüber. Einfach mal drüber springen. Auch kreuz und quer durchziehen. Nicht drauf, ganz wichtig, sonst rutscht er weg. Drüber springen. Super, so habt ihr es geschafft. Kriegt ihr das auch mit beiden Füßen gleichzeitig hin. Beide Füße springen gleichzeitig über die Eisscholle drüber. Und wer das mit beiden Füßen kann, kann das vielleicht auch mit einem. Und natürlich auch mit dem anderen. Wuhu! Auch geschafft! Super! Wir kommen zur Disziplin Nummer 5. Dafür müssen wir Schneeflocken machen. Das heißt, die Zeitung noch mal ein bisschen kleinere Stücke reißen. Schöne Schneeflocken. Jetzt machen wir unseren Eimer. Eimer mit rein und die Schneeflocken mit den Füßen einsammeln und einfach mal in den Eimer werfen. Und auch den einen Fuß und den anderen Fuß nehmen. Richtig mit den Zehen schnappen und reinwerfen. Ich habe gleich aufgeräumt. Wie sieht es bei euch aus? Hat das auch schon geschafft? Da darf natürlich auch jemand helfen. Die Mama oder der Papa. Die Geschwister. So, bei mir ist noch eine. Eine Flocke. Bei mir sind alle im Eimer. Und jetzt versuchen wir, aus den Schneeflocken da drin einen ganz tollen Schneemann, Schneeball zu bauen. Alles zusammen. Ganz kräftig zusammendrücken. Und schon habe ich einen Schneeball. Den lege ich erstmal auf den Boden. Eine schöne Grätsche. Und jetzt kommt unsere nächste Disziplin, den Schneeball rollen. Und zwar kommt er erstmal um die Füße drumherum.
Und mal in die andere Richtung. Sehr gut. Wenn er auseinander geht, wieder zusammen drücken. Dann legt ihr euch auf den Rücken. Die Füße aufstellen, den Schneeball habt ihr in der Hand. Der Popo geht nach oben, der Rücken weg vom Boden. Und jetzt schiebt er den Schneeball unten durch, schnappt ihn mit der anderen Hand, oben drüber, der Rücken geht zurück. Andere Hand, Popo hoch, unten durch, oben drüber. Unten durch, oben drüber. Unten durch, oben drüber. Und das Ganze kann man natürlich auch in die andere Richtung machen. Mit der anderen Hand, unten durch, oben drüber. Unten durch, oben drüber. Jawohl. Super gemacht. So, zum Schneeballrollen gehört auch das Schneeball aufräumen. Und diesmal machen wir das mit den Füßen. Ihr schnappt den Schneeball so, mit beiden Füßen und versucht immer, wenn ihr könnt, ohne Hände, wenn ihr die Hände braucht, stützt ihr euch ab. Ohne Hände in den Eimer reinzuwerfen. Wer das super gut kann, geht ein bisschen weiter zurück und versucht mit Abstand den Schneeball in den Eimer zu werfen. Wow, ich habe es geschafft. Voll cool. Und schon kommen wir zur nächsten Disziplin. Das ist das Schneeballkicken. Schneeball runter auf den Boden und mal ganz kräftig kreuz und quer durch euer Kinderzimmer kicken. Jawohl. Und wer ein Zielkicken machen will, der dreht einfach mal den Eimer um und versucht in den Eimer reinzukicken. Oh, entschuldigen. Wow, ich hab's geschafft. Ich habe ein Tor gemacht. Letzte Disziplin. Dafür braucht ihr die Mamas, Papas oder Geschwister. Und zwar braucht ihr die Popos. Das ist der Schneeball. Und ihr dürft jetzt versuchen, die anderen auf den Popo zu treffen. Das heißt, auf den Pulle den Popo abtreffen. Auf geht's, los geht's. Zack, und getroffen. Yeah. Und das dürfen die anderen natürlich auch. Die dürfen auch den Schneeball schnappen. Den Papierschneeball und auf euren Popo werfen. Und denkt dran, ihr habt auch eine andere Hand. Werft mal mit der anderen Hand. Zack. Auf die Popos. Juhu. So, weil jetzt wieder überall Papierschnipsel rumliegen, müssen wir die natürlich erstmal wieder aufräumen, ist ganz klar. Schnappt sie euch wieder mit den Zehen, alles was ihr so kreuz und quer rumliegt. Weg mal ein Stück. Ab in den Papierkorb. Und ihr habt es geschafft. 10 Disziplinen, Kinderolympiade, Kinderquatsch im Kinderzimmer. Habt ihr super gemacht. Applaus, Applaus, Applaus. Und vielleicht bis irgendwann mal wieder. Tschüss.